Das Phänomen des Woken bzw. Linken, Antisemitismus und Israel-Hass ist mittlerweile vielfach belegt. So kursierte beispielsweise kürzlich ein Tweet des Users Dave Ocelot, in dem er anscheinend mit der Parole From the River to the Sea die Auslöschung des jüdischen Staates Israel forderte. Dave selber dementiert zwar, diesen Tweet geschrieben zu haben, zwei andere jedoch können sich hier nicht so leicht aus der Affäre ziehen, nämlich Dekadent und Shoyoka. Diese haben sich nämlich zum Thema Antisemitismus bzw. Israel vor laufender Kamera gänzlich blamiert. So äußerte Dekadent in seinem kürzlich hochgeladenen Video mit dem Titel Klartext zum Nahostkonflikt folgende Aussage. Und so ist es auch bei Antideutschen. Ich glaube, Antideutsche sind einfach Leute, die so ein bisschen begriffen haben, dass Linkssein cool ist, aber auch was gegen Nichtweiße haben. Das ist so, nicht-weiße Menschen, weiß ich nicht, ob die wirklich genauso wertig sind wie wir. Weil die sind ja auch nicht weiß, versteht ihr? Und die glauben nicht an Jesus Christus. Viele von denen zumindest nicht. Ich auch nicht, weil kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Aber wenn die nicht an Jesus Christus glauben, sind die mir sus. Und wenn die nicht so schön weiß sind wie ich. So unterstellte Dekadent hier der linken Bewegung die Antideutschen, dass ihre Solidarität mit Israel daher komme, dass diese ja auch an Jesus glauben und so schön weiß sind. Hierbei vergaß Dekadent vermutlich nur, dass die Mehrheit der israelischen Bevölkerung eindeutig nicht weiß, also POC ist, und im Durchschnitt sogar dunkler als die Bevölkerung des Libanons zum Beispiel. Ebenfalls wird hier klar, dass Dekadent keine Ahnung vom Judentum bzw. Christentum und dem Islam hat. Denn wie eigentlich hinlänglich bekannt sein sollte, existiert die Figur Jesus nicht nur im Christentum, sondern auch im Judentum und im Islam. Spätestens hier sollte klar sein, dass sich Dekadent mit diesem Video blamiert hat, aber eine wirklich ekelhafte Aussage kommt noch. Das zu sehen und zu sagen, ja gut, also es kann auch sein, bedauerlicherweise, dass zivile Einrichtungen ihren Schutzstatus verlieren. So, wer das sagt, kann sich f***en gehen, Alter. Wer das sagt, der kann sich wirklich zweimal f***en gehen. Genauso wie Israel und Netanyahu und der ganze Saftladen dahinter, völkermordende Schweine da. Die sollen sich alle f***en gehen, wirklich. Und dann verstehe ich jeden mit Migrationsgeschichte, der das hört und mit dem ganzen Saftladen nichts mehr zu tun haben will. Was willst du? Ich will ja nichts mit denen zu tun haben. Wie ist es denn, wenn du tatsächlich da deine Pferde im Rennen hast? Also nicht nur, dass Dekadent hier den bereits durch den IGH widerlegten Vorwurf des Genozids gegen Israel erhebt, nein, er sagt auch, wer das sagt, kann sich wirklich zweimal f***en gehen, genauso wie Israel und Netanyahu. Also nicht nur Netanyahu, nicht nur die Regierung von Israel, er sagt ja auch nicht nur Israel und meint damit eigentlich die Regierung, nein, er sagt ganz explizit Israel und Netanyahu. Also auch das Volk an sich, Israel an sich und der ganze Saftladen dahinter, völkermordende Schweine. Eine Aussage, mit der er sich gefährlich nah an den Paragraphen 130 StGB der Volksverhetzung bewegt, da er hier dem jüdischen Staat an sich unterstellt, dass sie völkermordende Schweine sind. Ich persönlich glaube, dass es schwer wird, ihn dafür ranzubekommen, gerade weil er diese Aussage in Irland getroffen hat, wo er sich damit nicht strafbar gemacht haben sollte. Ist hart an der Grenze, es könnte sogar sein, dass er damit in Deutschland durchkommen würde, aber rein moralisch gesehen ist diese Aussage einfach schon super ekelhaft. Und dass Twitch und YouTube so etwas toleriert, finde ich, um ehrlich zu sein, wirklich erschreckend. Wenn man sich aber mal anschaut, was bei Twitch so abgeht, dass zum Beispiel auf einem Twitch-Event eine Tierlist gemacht wurde, bei der Juden konsequent ganz nach unten sortiert wurden und Muslime bzw. Araber ganz nach oben. Yeah, I think he'd be on Arab coded. I would put him in Arab, to be honest. I would put him also in Arab. Which is great. That's the good one. That's the one you want. Austin, let's go down the line. He's Arab. Arab. He's Arab. Arab. He's actually Lebanese. Like, yeah. Good job. Good job, Austin. The next person is one of my favorite people. Ethan Klein. I told you guys to clap. This is a good reaction. That was a good one. That's oh, Jewish. Dude, where's the, you guys are missing a category for Zionist. I, w-
was a joke. That was just a joke in my stand up, stand up. Ein Hassan Abi, welcher ein freundliches Interview mit einem Houthi-Terroristen auf Twitch geführt hat, hier weiter streamen darf. Al-Haddad is one of the individuals who has visited the ship since the takeover. Al-Haddad was recently interviewed about his filming on the Houthi ships and his popularity on popular streamer Hassan Piker's show. Let's take a look. والله يعني شيء طبيعي يعني ما في أي تأثير يعني أهم شيء إن إحنا نوقف مع القضية الفلسطينية هذا أهم شيء. He says he's fine and everything is normal and the most important thing is that they stand with Palestine. Yeah, absolutely. Und Menschen, die aus Israel streamen wollen, konsequent von Twitch beschränkt werden. The code contained very simple line and it said, if the country is Israel or Palestine, error out. The issue is the infrastructure that they do have is not even inside of Palestine. It is provided by Lebanon, it is provided by Egypt, it is provided by Jordan. So it's not even going to be IPs that are in that space, it's going to be IPs outside of that space. So people in Palestine were not affected. It was only people, as far as I can tell, inside of Israel that would have been affected. And what you have here now is that Twitch silently put this ban into place. They didn't tell all of the Israeli creators, hey guys, by the way, just so you guys know, we're going ahead and we're banning new signups. Dann ist das eigentlich auch gar nicht wirklich verwunderlich. Das alles könnte man jetzt als Antisemitismus bezeichnen. Aber Shuyoka hat uns bestimmt eine gute Erklärung, warum das gar nicht so wirklich sein kann. Antisemitismus und wir hatten das in der Antisemitismus-Reportage, die wir geguckt haben von Arte. Es ist uns bewusst und ich habe dazu auch schon mal ein Statement abgegeben. Also was Friesi gerade geschrieben hat, ist, Antisemitismus ist ein rechter Kampfbegriff, genau wie linker Kulturkampf oder wie Remigration. Das baut halt darauf auf, dass es Semiten als Volk nicht gibt, sondern dass Semiten als Volk aus der Nazi-Rassenlehre kommt. Und mal ganz abgesehen davon, dass die Aussage inhaltlich gänzlich falsch ist, da natürlich ein jüdisches Volk existiert und das auch schon seit 3000 Jahren kontinuierlich, was es zu einem der ältesten Völker der Welt macht, ergibt die Aussage auch in sich keinen Sinn. Denn Shuyoka, wenn es keinen Antisemitismus geben kann, wenn es kein Volk der Semiten gibt, kann es dann auch keinen Rassismus geben, wenn es keine Rassen gibt? Also entweder ist Shuyoka nicht gegen Rassismus oder sie glaubt an Rassen. Also ich stelle hier nur Fragen, aber das war wirklich eine der dümmsten Aussagen, die ich von Shuyoka seit langem, wenn nicht sogar jemals gehört habe. Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare. Das gesamte Thema Israel-Hass und israelbezogener Antisemitismus kocht in letzter Zeit wieder hoch, also belohnt gerne meine Arbeit, indem ihr ein Like und ein Abo dalasst. Oder schaut sogar auf Ko-fi vorbei, da würde ich mich über eine kleine Spende auch sehr freuen. Zum Schluss noch kurz eine Entschuldigung, weil ich es in letzter Zeit nicht geschafft habe, so regelmäßig Videos hochzuladen. Ich versuche mich da zu bessern und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Völkermordende Schweine da.